Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Rising from the Ruins. Ich bin wieder Ole Ole und heute sind wir mit German Kastrup auf seinem Panzer 4-5 unterwegs. Das Ganze auf Malinowka und reines 5er Matchup wegen dem Panzer halt. Und die Teams sind relativ ausgeglichen, sogar sehr gut ausgeglichen, würde ich sagen. Fährt erstmal auf die typische Jagdpanzerposition. Oh, da hat er schon KV-1. Da wird sich natürlich freuen. Okay. Etwas spät auf dem Schirm gehabt, dass er offen war. Aber zum Glück nichts passiert. T67 und RAM 2 gebounced. Okay, die Su-85i feuert da ein bisschen blind HE rein. So wie es aussieht, fährt er jetzt auf die linke Seite, weil ja da nicht viel aufgegangen ist und versucht da etwas zu machen. Oben auf dem Hügel sind sie auf alle Fälle jetzt durch. So, und da stehen die dann sozusagen vor dem Wald. Wenn sie dort reinfahren, werden sie abgefahren. Und dann muss von der anderen Seite sozusagen der Push jetzt gemacht werden, was er auch wirklich gleich in Angriff nimmt. Ist man von unserem German Kastrup gar nicht gewohnt. Nee, nicht stehen bleiben. Weiterfahren. 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 Natürlich drei Schüsse gefangen vom T67. Das war jetzt weniger hübsch. Gut, er hat die Stuck dafür bekommen, aber war ein schlechter Trade. So, jetzt kommt T67. Aber entscheidet sich erstmal auf den AFK Excelsior. Zum Glück gebounced. Und wenn du jetzt eine HE geladen hättest, hättest du bloß die Hälfte von den Schüssen gebraucht.
So, die Su-85i gibt es immer noch. Okay, ist offen. Oh, Glück gehabt, dass er gerade nach dem Haken geschlagen hat. Und ist die Su auch rausgegangen. 1300 Schaden hat er machen können, wenn er nie noch blind was gemacht hat. 3 Kills. Und gewonnen dürfte das Match definitiv auch sein. Ja, schöner Sieg, kann man nicht meckern. So, kommen wir nochmal zu den Gefechtsergebnissen. Das war für unseren German Kastrup auf seinem Panzerkopfwagen 4-5 auf Malinovka. Zweite Klasse, Speer, Wirkungsfeuer und Schläger. 1321 Schaden gemacht, 1073 ermöglicht, 3 Kills. Definitiv den meisten Schaden gemacht. Großkaliber gab's nicht. Komisch. Aber egal. 69.000 plus. Natürlich ohne Munitionsauffüllung und ohne Fahrzeugreparatur, weil das macht ja unser German Kastrup immer manuell. Schaden abgewehrt 300. Das Ganze in 6 Minuten 20 Sekunden, also normale Runde für WOT. Wenn es euch gefallen hat, dann abonnieren und liken nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.